also ich mache seit circa 20 Jahren mache ich Kunst am Bau, die also was mit Kindern zu tun hat, im weitesten Sinne. Das ist entstanden aus der Idee von einem liegenden Baum. Ich hatte mal in einer Schule, in Trostberg war das, wurde ein Baum gefällt und der lag da. Und der sollte abtransportiert werden. Die Kinder sagten, wir wollen den Baum behalten. Und dann hat mich die Stadt gefragt, ob man was draus machen kann. Und dann habe ich den Baum wieder blühen lassen, habe Äste dran gebaut. Und dann war die nächste Idee, gleich selbst so eine Art hohlen Baum zu bauen. Mit vorne sind die Äste und hinten ist das Wurzelwerk. Das sieht sehr abstrakt aus. Man kann sich ja was anderes darunter vorstellen. Ne? Das ist also, wenn Kinder oder Jugendliche irgendwo rumklettern auf meinen Objekten, dann will ich nicht vorgeben, was sie zu denken oder zu spielen haben, dass es ein Baum ist oder nicht. Das ist völlig egal. Die Hauptsache, sie treffen sich dort und haben ihren Spaß. Ja, ich habe mir jetzt eben mal hier so ein Holzstück geholt. Und was ist das eigentlich für ein Holz? Das ist Eiche. Das Eichenholz kaufen wir bei einem Holzsägewerk und Holzhändler. Und der schneidet das jetzt schon seit vielen Jahren für uns aus dem Wald. Holt er die Bäume, die krummsten, die er hat, weil wir gerne so Biegungen haben. Und diese krummen Bäume schneiden wir selbst mit der Hand. Die liegen ungefähr 6 bis 8 Jahre, trocknen die natürlich. Die sind 8 cm stark, so, ne? Mhm. Und dann schneiden wir mit einer ganz großen Handkreissäge, die legen wir auf und schneiden diese Kurven selbst raus. Das heißt also, wenn wir hier anrücken, um zusammenzubauen, da haben wir über 60% der Arbeit bereits gemacht. Ja, hier bei dem Holz sieht man ja auch schön, dass das hier an manchen Stellen schon ein bisschen heller und dunkler ist. Wird das jetzt eigentlich nochmal gleichfarbig gestrichen? Nein, nicht. Um Gottes Willen, da kommt nichts dran. Das ist die Originalfarbe, wenn ein Holz 8 Jahre gelegen ist. Und so haben wir das gekauft, so breit ungefähr, als Bohle, ne? Und dann haben wir das viereckig geschnitten, dann achteckig geschnitten und dann nochmal 16-eckig gehobelt. Und ist von dem alten gelagerten Holz nur noch die Farbe übrig geblieben. Das heißt, in einem Jahr ist das alles silbergrau. Haben Sie zu Hause jetzt einen festen Plan, den Sie sich nach und nach erstellen? Oder entsteht das hier beim Bauen so nach? Nee, es ist so. Ich habe einen Lebensrhythmus, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich arbeite ungefähr 8 Monate im Jahr. Und da arbeite ich intensiv, teilweise richtig durch. Nütze ich auch das Wetter aus. Wenn schön Wetter ist, arbeiten wir manchmal bis um 8 Uhr abends. Also wir sind nicht Leute, die sagen wir um 7 Uhr morgens anfangen und um 5 Uhr Feierabend machen. Und da arbeiten wir wirklich durch. Also wir haben jetzt dieses Jahr mehrere große, sehr, sehr große Objekte gebaut. Also für die Landesgartenschau in Rosenheim eine riesige Alpenkette, die doppelt so lang ist wie hier und 9 Meter hoch. Und dann haben wir für Aschersleben, das ist in Sachsen-Anhalt, auch ein riesiges Objekt gebaut. Jetzt haben wir verschiedene Sachen gebaut und das ist jetzt das letzte in diesem Jahr. Und dann, ich bin jedes Jahr, bin ich 4 Monate in Thailand, da habe ich ein kleines Atelier und da mache ich meine Entwürfe. Da mache ich diese Zeichnung ist in Thailand am Meer, bin ich in sein Häuschen gesessen und habe diese Zeichnung gemacht. Und wenn ich dann diese Zeichnung habe, dann biete ich die jemand an, der sich dafür interessiert. In dem Fall, das war das Generalvikariat in Trier für diese Schule. Und die fanden das gut. Und dann lege ich mir den Plan hin und versuche das so nachzubauen bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn ungefähr 20-30% gebaut ist, schaue ich den Plan nicht mehr an, dann entwickelt er sich von selbst. So, ab dann bin ich also nur noch frei künstlerisch, vor allen Dingen auch jetzt und jetzt arbeiten. Es gibt, wenn man für Kinder was macht, sehr, sehr viele Vorschriften, bestimmte Maße, Fallhöhen, die man einhalten muss. Und das steht jetzt dann im Vordergrund zum Schluss.